Hallo, was machen Sachen? Ja, wie im Titel seht, werde ich euch zeigen, wie man jetzt Charaktere in Unity einfügt und ein bisschen bearbeiten kann. Ursprünglich wollte ich eigentlich erstmal ein bisschen auf Revolt eingehen, dass man halt so eine Grundbasis hat, dass man halt einen Charakter erstmal stellen kann. Aber es kam ja halt so oft die Frage, ja, wie kann ich Charaktere denn dann und dann bearbeiten? Also ziehe ich das jetzt erstmal vor. Heute geht es um Unity. Das nächste wird es dann um Blender gehen. Da Unity halt erstmal einfacher ist und halt man braucht nicht sehr viel großes Vorwissen, man muss nur ein paar Knöpfchen drücken, dann funktioniert das. Also es kann jeder, bei Blender muss man schon ein bisschen 3D-Wissen haben, damit man weiß, was da passiert oder dass man damit vernünftig arbeiten kann. Also werde ich euch jetzt zeigen, wie kriege ich A, einen Charakter rein in einem VRM-Format. Normalerweise kann Unity das nicht. Und B, wie kriege ich jetzt zu dem Charakter halt noch zusätzlich Assets dazu? Einmal halt ein Asset ohne Bones, also nur wirklich das Mesh, ohne halt irgendwas zusätzlich. Und dann einmal eins mit Bones, das nehme ich noch ein bisschen anders da jetzt. Verschiedene Sachen, die halt mit Bones sind, die können sich auch bewegen. Wie ihr dann in dem Beispiel sehen würdet, mit schönen Flügelchen. So. Aber fangen wir am Anfang an. Wir brauchen erstmal Unity. So, und wer hat gesagt, wo kriegen wir Unity her? Natürlich von deren Seite direkt. Generell auch wieder hier der Appell. Nutzt die originale Seiten und nicht über die Clip oder sonst weiter. Ihr habt dann entweder illegale Sachen oder halt Sachen, die halt kaputt sind. Ist oft so, braucht man nicht. Also das Programm an sich ist eh kostenlos. Wieso sollte man einfach einen Drittanbieter nehmen? Das macht ja halt so gar keinen Sinn. Auch hier meldet euch an. Für Neuheiten und auch für andere Sachen ist immer ganz praktisch. Dann könnt ihr auch in den Marketplace und so weiter gehen. Darauf gehen wir jetzt auch nicht ein. Wir wollen jetzt tatsächlich erstmal nur die Engine haben. Get started. Nicht erschrecken. Das sind halt die Plans, also die Planungen, also die Lizenzplanung, wenn man halt was veröffentlichen möchte. Das wollen wir nicht. Wir sind hier Individual. Es gibt die Option für Studenten oder halt für persönliche Nutzung. Und solange man keine 100k im Jahr verdient, darf man sie halt frei nutzen. Echt voll nice von denen. Ja, ist auch ein Grund, dass Unity momentan sehr beliebt ist. Sie ist halt relativ einfach zu lernen, was das Coding angeht. Und die Bedingungen sind ja eigentlich ganz okay. Selbst wenn man jetzt was anderes hat, die Preise lassen sich gut sehen dafür, dass es eine Game Engine ist und richtig gut funktioniert. Und auch eine professionelle Engine, die eigentlich alles kann, sind die Preise halt echt super. Aber das ist jetzt erstmal das wollen wir jetzt erstmal nicht. Sagt, ihr ladet das runter wie jedes andere Programm. Dazu solltet ihr erstmal in der Lage sein, halt runterladen, entpacken und halt installieren. Das sollte jeder hinkriegen. So, an und für sich haben wir jetzt die Engine runtergeladen und könnten theoretisch direkt ein Projekt öffnen, aber wir haben ein Problem. Unity kann von sich aus keine VRM-Files lesen und das ist halt das Format, in dem unsere Charaktere kommen. Dazu brauchen wir ein Plugin. Aber diese Plugins laufen halt nicht mit der Engine-Version. Daher brauchen wir eine ganz bestimmte. Ist diese hier. Für alle, die das nicht googeln möchten, ich packe alle Links natürlich in die Videobeschreibung, da müsst ihr nur Links klicken. Und hier brauchen wir auch den Editor, auch wieder runterladen, entpacken und so weiter. Dann sollte das Problem gelöst sein. Jetzt können wir endlich unsere Unity Engine öffnen. Das dauert immer ein Weilchen, bis alles geöffnet ist. Boah, das geht auf meinem zweiten Bildschirm auf, warum immer. Das geht immer auf. Wenn ihr mehrere Projekte habt, sind die hier aufgelistet. Ihr seht es hier auch, meine Version. Charakter bearbeiten. Ich habe noch ein bisschen was anderes, ist aber nicht so schlimm. Ihr habt da wahrscheinlich jetzt erstmal nichts stehen. Vielleicht einen Testraum. Das weiß ich jetzt leider nicht auswendig. Wir brauchen eine neue. Einfach auf Neu. Dann fragt ihr euch, ja, was brauchen wir? Wir brauchen natürlich 3D. Und dann geben wir ihm einen Namen. Ich mache jetzt erstmal Test. Und natürlich, wo soll es hin? Ich habe hier einen extra Ordner für Unity, dass ich einfach wieder finde. Also generell versucht das halbwegs wieder findbar zu machen. Ihr werdet wahrscheinlich öfters mal drauf zugreifen müssen. Dann kreieren. Und ja, ganz kurz warten. Oder eventuell ein bisschen länger, kommt auf den Computer an. Okay, nach kürzerer oder längerer Wartezeit ist Unity endlich offen. Und anders, wie wir es aus Unreal gewohnt sind, ist Unity halt sehr plank und klar strukturiert. Unreal tendiert ja dazu, uns einfach mit Content erstmal zu erschlagen. Das ist immer sehr viel. Unity wirkt aufgeräumt. Das ist auch keine C-Shader erstmal da vorprogrammiert, dass halt alles wirklich aussieht. Man sieht alles, aber man muss halt alles zusätzlich selber machen. Unreal hat dann halt einfach, ja, ich zieh alles rein, dann ist es da. Hat das alles seine Vor- und Nachteile. Aber es hat alles das, was wir brauchen. Und wir haben Licht, wir haben eine Kamera, wir haben Boden, wir haben Himmel, schick doch. So, wir haben jetzt immer noch das Problem. Unity weiß zu aktuellem Zeitpunkt immer noch nicht, was VRM-Files sind. Dazu brauchen wir ein Plugin. Und das holen wir uns jetzt. Das Plugin an sich kriegen wir auf GitHub. GitHub ist eine Seite, wo halt viele Leute Sachen
Teile, die sie halt gecodet haben und so weiter. Unter anderem halt jede Menge Plugins für alles Mögliche. Und das machen wir uns zunutze. Es gibt ein kostenloses Plugin halt auf GitHub. Ihr müsst euch anmelden. Auch hier anmelden solltet ihr mittlerweile alle selber hinkriegen. Ihr habt hier jede Menge Zeug, das ist erstmal irrelevant. Wichtig ist hier, wir brauchen die Version 0.6.6.0. Das ist die letzte stabile Version. Es gibt eine neuere Version, aber die ist gesagt nicht stabil. Und wir wollen einfach nicht, dass sich hier ständig aufhängt und so weiter. Also machen wir es uns einfach und nehmen die stabile Version. Kommt auf diese Seite. Ich werde auch diese Seite verlinken. Da geht es ganz nach unten. Hier könnt ihr die Unity Package einfach anklicken und runterladen. Kein Problem. Ich habe es schon gemacht. Hier habe ich mein Package und das soll jetzt in die Engine. Ihr könnt das per Drag and Drop reinziehen. Würde ich aber nicht empfehlen. Da gibt es immer ein paar Schwierigkeiten. Es gibt immer ein paar Problemchen. Macht das lieber anders da. Geht auf euren Outliner. Hier. Irgendwohin ist egal. Rechtsklick. Import Package. Custom Package. Dann halt, wo es ist. Hier. Öffnen. Und da. Hier wird einfach gezeigt, ja, wollt ihr das hier alles haben? Ja, wir wollen alles haben, also importieren wir es. Das ist ja nicht ohne Grund da drin, also nehmen wir schon mal alles mit. So, jetzt haben wir vollständig unser Package geladen. Das ist alles hier. Ihr könnt das abspeichern, einfach Steuerung S, dann geht es nicht verloren. Und ihr könnt die Szene halt immer wieder recyceln und immer wieder nutzen und immer mehr Charaktere reinrufen. Dann müsst ihr das ganzen Quatsch nicht nochmal machen. Ihr macht das einmal und könnt das halt immer wieder nutzen, um halt eure Charaktere zu bearbeiten. Auffallend ist hier, wir haben auch hier einen neuen Reiter dazu bekommen. Den brauchen wir für den Export. Können auch Import nutzen. Müssen wir nicht. Wir können aber auch uns jetzt ein bisschen einfach machen und tatsächlich Sachen per Drag and Drop reinziehen. Ich mache erstmal einen neuen Ordner auf. Auch hier wieder Rechtsklick. Create. Folder. Ihr habt einen neuen Ordner. Ich nenne es Nora, damit ich einfach weiß, was drin ist. Und dort packen wir einfach per Drag and Drop unseren Charakter rein. Auch wieder kurz warten. Und schon ist sie unten. Noch ist sie nicht in der Szene. Das machen wir jetzt. Ihr könnt sie einfach so reinpacken. Aber wenn ihr genau wollt, dass sie auf dem Nullpunkt steht, einfach hier an die Seite in die Hierarchie rein. Und zack, sie ist genau auf Null. Macht die Sache mal ein bisschen praktischer, wenn die Charaktere halt direkt auf Null spawnen, immer wieder auf dem gleichen Platz. So, Charakter ist drinnen. Nice. Jetzt können wir sie bearbeiten. Unser Ziel für heute ist ja natürlich, wir wollen zwei verschiedene Assets an ihr anbringen. Ein normales aus nur einem Mesh und eins mit Bones. Also machen wir das jetzt erstmal. Wir brauchen natürlich erstmal ein Mesh, was wir ihr geben können. So, wir bekommen jetzt erstmal Assets, die wir halt tatsächlich an unseren Charakter dran kriegen. Ihr könnt sie natürlich selber erstellen. Blender, Maya etc. Wer 3D modellieren kann, darf das gerne tun. Und kann halt Assets halt so hinzufügen. Kann halt nicht jeder, will auch nicht jeder lernen direkt. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich zeige euch jetzt ja, zwei. Wir haben einmal die Seite Boost. Die beschäftigt sich auch sehr viel mit halt verschiedenen VM-Charakteren. Hier kriegt man Texturen oder auch Assets. Nicht wundern, falls die Seite halt auch koreanisch oder japanisch ist. Das ist ursprünglich ist sie halt aus Japan. Hier oben gibt es einen Reiter. Da kann ich es auf Englisch umstellen. Und hier können wir uns jetzt etwas ausruhen. Wie ihr seht, es gibt halt kostenlose Sachen und es gibt welche Sachen, die man kaufen muss. Wir suchen uns jetzt einfach irgendwas aus, was man beispielmäßig nehmen kann. Vielleicht finden wir irgendwie einen netten Hut. So, ich habe mich einmal kurz umgesehen und habe hier einen Hut gefunden. Das ist ja für unsere Zwecke erstmal ganz okay. Einmal downloaden. So. Und hier haben wir eine ZIP-Datei. Extract hier. Und wir haben das alles schon in praktischen Ordner. Das packen wir einfach hier rein. Okay, sieht sehr lustig aus. Wir können da halt die Schriftzeichen hier lesen. Wollen mal sehen, was wir hier haben. Hier, Model. Okay, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Wenn wir mal reinziehen. Hier seht ihr auch wieder, was der Vorteil ist, wenn ihr alles halt am Nullpunkt festmacht. Ihr kriegt die Sachen halt einfach viel einfacher irgendwo hin. Ja, auch generell jetzt die Bewegung Unity. Mausrad festhalten, ihr könnt die Kamera so bewegen. Wenn ihr rechts klickt, habt ihr mehr eine rotierende Bewegung, so schiebt ihr halt die komplette Kamera wohin. Wenn ihr Rechtsklick drückt, könnt ihr mit WASD auch die Kamera bewegen und mit dem Rausrad vor und zurück die Geschwindigkeit einstellen. So. Sollen wir erstmal hier den Hut anziehen? Und hier, das ist, nennt sich der, ja, dieses lustige Ding hier nennt sich der Pivot. Es zeigt einfach an, welcher Gegenstand wird wohin bewegt. W ist nochmal bewegen, E ist drehen und R ist für skalieren.
Wir geben ihr einen kleinen Hut. Ich bin für einen kleinen Hut. Und er geht noch. So Mini-Head. Hier rüber. Rotieren ihn ein bisschen. Passen ihn so an den Kopf an. Na, noch ein Stückchen rüber, ein bisschen runter. War zu viel. Ja, so Pi mal Daumen passt da schon. Jetzt hat sie einen Mini-Hut. Okay. Noch sind Hut und Kopf getrennt. Noch ist es keine Einheit. Das heißt, wenn ich den Kopf bewege, bewegt sich halt der Hut nicht mit. So, gehen wir hier einmal ins Skelett. Warum ist denn? Neck. Das reicht schon. Sprich, ich bewege den Kopf. Der Hut, der hat da so keine Lust. Den müssen wir jetzt festmachen. Das wollen wir jetzt ändern. Wir wollen unseren Hut quasi an den Kopf tackern. Das, was ich gerade geöffnet habe, ist quasi ihr Skelett. Das sind alle ihre Bones. Da steht ja drin, was drauf ist. Ist halt alles Englisch. Und dann gehen wir hin. Wir nehmen unseren Kankerhead und sagen, ja, ich sollte vielleicht bis zum Kopf öffnen. Da ist der Kopf. Und sagen, du hängst da mit am Kopf. Einfach da reingepackt. Fertig. So, und wundert euch nicht. Wenn ihr jetzt hier auf den Kopf geht, ist der Hut aktiviert. Das ist in Unity normal. Ist aber nicht schlimm, wenn ihr das exportiert und halt in ein anderes Programm importiert, ist es irrelevant, wo jetzt der Pivot hier hängt. Nur nicht, dass ihr euch wundert. Ihr habt ja gesehen, wir bewegen es und der Kopf pumpt mit. Okay, wir brechen ja aus Versehen das Genick andauernd. Und so einfach ist es, so haben halt ein normales Mesh ohne Bones einfach an irgendeinen Körperteil gemacht. Ihr könnt das natürlich genauso machen, wenn halt das woanders ist. Ihr könnt irgendwas festhalten lassen und so weiter. Also ist kein Problem, funktioniert auf dem gleichen Prinzip. Müsst halt einfach gucken, wo gehört was hin. Ist an für sich nicht so schwierig, wenn man so ein bisschen Anatomie kennt. Man weiß, wo ein Nacken ist, wo ein Kopf ist, wo die Brust sitzt. Das an für sich sollte man dann wissen, wo die Körperteile sind. So, jetzt wird es komplizierter. Jetzt wollen wir was hinzufügen, was Bones hat. So, jetzt kommt ein bisschen Werbung in eigener Sache, weil ich habe einen kleinen Shop aufgestellt. Oder vielmehr, es gab ihn schon länger. Ich habe ihn halt nicht sonderlich beschmückt. Dort kann man unter anderem halt auch Assets finden für 3D-Charaktere. Momentan noch nicht so viel, aber ich bin am Ausbauen. Das ist mein Shop. Auch der ist in der Beschreibung verlinkt. Aber auf Shop. Mehr momentan passiert halt nicht mehr. Man kann auf Shop gehen. Ich habe verschiedene Meshes, die halt auch für Game Engines funktionieren. Und das ist das, was jetzt für uns interessant ist. Okay, wir holen uns jetzt ein paar hübsche Flügelchen für sie. Ich habe hier unten auch Bikinis. Die sind nicht so leicht so einzufügen, da die ja grain-padded sind und wirklich am Körper sich selbst befinden. Da muss man ein bisschen mehr bearbeiten und das werde ich euch dann halt später in meinem Tutorial im Blender zeigen, weil man da halt ein bisschen mehr aufpassen muss, wo was hinkommt. Wir holen uns erstmal Flügel. Wir holen uns die Pfauenaugenflügel. Da es ja meine sind, habe ich die ja schon auf meinem Computer. So. Anders wie bei unserem Hut ist unsere Textur halt noch nicht angelegt oder beziehungsweise kein Material angelegt. Das machen wir uns jetzt auch noch schnell. So, um ein Material zu bekommen, braucht man halt wieder Rechtsklick. Create Material. Wir haben ein Material. Die VRM-Files funktionieren halt nicht mit jedem Material. Mit dem Standard-Material geht. Ich persönlich finde für VRM-Files den Toon-Shader am schönsten. Ihr könnt natürlich auch den Unlit-Shader nehmen von den VRM-Files. Ein Unlit Shader hat halt einfach keine Schattierung. Es ist halt wirklich ja, nicht beeinflusst durch Licht. Ich mag den Toon Shader ganz gerne. Pack da meine Flügelchen rein. Den setze ich tatsächlich erstmal auf weiß. Normal Map brauchen wir nicht. Ich habe hier keine angelegt. Wir brauchen tatsächlich nur die Textur. Und das hier ist ein Cutout. Also, das ist nicht komplett ausmodelliert, sondern es sitzt auf einer Plane. Ziehen wir mal rein. Machen wir das mal drauf. Theoretisch sieht das halt so aus. Es sieht ja ein bisschen doof aus, wenn hier so ein Viereck drumherum ist. Das muss weg. Daher einfach mal drauf klicken. Ja. So. Sieht ja schon so ein bisschen doof aus, wenn das halt nicht richtig ausgeschnitten ist. Draufklicken. Dann haben wir den opaken Mode. Wir machen aber einen Cutout Mode. Sprich, jetzt nutzt halt die Alpha Map, die angelegt ist, und schneidet die Flügel aus. Auch hier wieder anpassen. Wo soll's hin? Okay, unsere Flügel sind erstmal da. Jetzt müssen wir sie halt auch wieder unter das Skelett tackern.
Geht jetzt nicht ganz so einfach wie schon angeteasert. Wir brauchen ein neues Plugin. Wir brauchen ein Plugin, das uns halt ermöglicht, dass wir in Unity Bones versetzen können. Normalerweise kann man das wieder nicht. Normalerweise müsste man auch wieder Blender, Maya und so weiter zu Rate ziehen. Aber es gibt halt ein Plugin und dann funktioniert es in Unity auch ganz einfach. Und das nutzen wir jetzt. Es gibt eine kostenlose Version, die ladet ihr euch auch runter. Ich habe sie auch schon runtergeladen. Bone Wedge Transfer. Extract hier. Auch hier wieder das gleiche Spiel. Import Package, Custom Package. Und wir nehmen das Bone Weight. Hinzufügen. Ja, das möchte ich haben. Auch hier wieder importieren. So, und hier haben wir wieder ein neues Tool, Boneware Transfer. Ist halt in Japanisch, aber es ist nicht so schlimm. Wir haben hier nur drei Sachen. Ich sage euch, was da drin steht. Was da passiert. Dann geht das. Wir gehen jetzt mal kurz wieder auf den Charakter zurück. So, das ist nämlich folgendermaßen. Wir haben ja hier unser Skelett und hier unser Skelett. Das muss zusammenarbeiten. Dazu erstmal Prefab, Unpack, Prefab, Prefab, Unpack. So haben wir das Modell halt, soweit dass wir es bearbeiten können in Unity. So, wir nehmen erstmal unsere Plane. Am Kopf zu machen wäre jetzt erstmal ziemlich sinnfrei, weil ja, wenn sich der Kopf bewegt, bewegen sich die Flügel mit. Also sprich, wir gucken nach unten, die Flügel gehen juh, nach oben, das wollen wir nicht. Wo wäre es technischerweise sinnvoll, die dran zu pinnen? Da wird man sagen, die sind so ungefähr auf Brusthöhe. Also hier ist der Start der Flügel, hier ist, fangen die bei uns an, das weiß ich, weil ich sie gemacht habe. Die sind so auf Brusthöhe, also würde ich sagen, da tackern wir die doch mal dran. So, der Upper Chest, also der Oberkörper, der die obere Brust, da kommt die dran. Einmal die Plane, Upper Chest. Und einmal die Armature, also die Armatur. Ja, unser Skelett, auch Upper Chest, beides dran. Jetzt brauchen wir halt unser Transfer-Tool. Wir nehmen einmal die Armature, das obere kommt. Was hat sich bewegt? Also, wo haben wir die Position geändert? Dann von wo? In dem Fall den Flügeln. Und wohin? In den Upper Chest. Und einmal drücken. So, unsere Flügel sollte jetzt in unserem Oberkörper fest sein. Drücken wir doch mal drauf und gucken. Auch hier wieder, der Pivot hat sich an die Flügel angepasst. Einmal testen. Ja, das sieht so aus, als sollte das so funktionieren. Immer sehr lustig, wenn man Sachen bewegt. Das Stretching. So. So, jetzt haben wir es endlich geschafft. Unsere Flügel sind da. Das Skelett an sich hängt auch am Charakter. Aber noch würden sie sich nicht bewegen. Also heißt schon, sie würden halt mit dem Charakter mitgehen. Aber wir haben Springboard so nicht angelegt. Quasi das, was die Haare sich bewegen lässt, können wir an die Flügel machen, dass es einfach nochmal eine Bewegung reingibt. Machen wir folgendermaßen auf Secondary. Hier haben wir schon jede Menge Springbones drin. Je nachdem, halt, wie ihr den Charakter erstellt, kann das schon viel sein. Wir haben auch viele Haare. Wir brauchen einen neuen Add Component, ein Script, ein VM-Script und Springbones. Der letzte ist unser neuer. Woodbones brauchen wir vier. Wir haben vier Flügel. Ich weiß, es sind vier Bone-Gruppen drin. Brauchen wir vier Stück. Jetzt müssen wir schauen. Hier ist unsere Armatur. Und hier hängen unsere Flügel drin. Ich habe es tatsächlich mal geschafft, die vernünftig zu benennen. Die packen wir jetzt alle da rein. So, hier können wir halt noch ein paar mehr Sachen einstellen. Ich werde jetzt darauf jetzt nicht so stark eingehen. Für die Flügel reicht jetzt halt wirklich eine 1 und keine Gravitation. Ist vollkommen okay. Das sind so Feinheiten, darauf werden wir halt später mal in fortgeschrittenen Tutorials eingehen oder halt auf spezifische Sachen, die sich halt darauf fokussieren, für die es wichtiger ist. Für die Flügel jetzt halt weniger wichtig. So, und das war's an für sich schon. Der Charakter ist jetzt erstmal fertig. Und jetzt soll sie ja aus Unity raus, dass wir sie in ein anderes Programm ziehen können. Das heißt, wir gehen hier drauf auf VM0, Export, neuer Exporter auf. Ja, ein Exporter geht auf, falls der in Japanisch ist. Hier oben könnt ihr es umstellen, damit ihr Englisch habt, dass ihr wisst, was abgeht. Ihr werdet hier viele rote Sachen haben. Ihr müsst einfach einen Titel, eine Version und einen Autor hinzufügen. Das ist ein Muss. Das ist in jedem drin. Hier, das ist euch überlassen, wie ihr das auswählt.
Ob er halt nur für euch ist oder halt, ob ihr freigibt für alle und so weiter, was ihr damit machen dürft und so weiter, ist für euch überlassen, wenn es euer Charakter ist. Wenn nicht, müsst ihr darauf achten, was dürft ihr. Gerade wenn ihr Sachen öffentlich macht, wie jetzt halt Videos, Streams oder halt auch Posts auf Instagram oder Facebook oder was weiß ich, guckt, ob ihr den Charakter nutzen dürft, wenn er nicht von euch ist. Und dann halt Export. Ich hau das Ganze jetzt einfach mal auf den Desktop. Da ist ja schon mal Nora Test, dann kann ich überspeichern. Yep. Dahin. So, und an für sich war es das jetzt. Jetzt wollen wir sie ja testen. Und dazu packe ich sie jetzt als erstes mal in VC Face. Einen neuen Avatar. Ich habe sie auf den Desktop gepackt. Nein, nicht Visual Studio, das funktioniert nicht. Man kann keine Programme öffnen. Sie war das. Select. Ja, und da ist sie. Dann machen wir ein bisschen zurück. Machen den ganzen Gedöns wieder aus. Hallo, würdest du? Dankeschön. Und tada! Yay, der Hut ist da, wo er hingehört und die Flügel bewegen sich mit. Funktioniert alles. 1A. Hat wunderbar funktioniert. Und jetzt nochmal ein kleines Highlight zum Schluss. Ich lasse dir einfach nur mal für euch den gleichen wieder tanzen. Das Programm habe ich natürlich auch gut verlegt. Es hat zwei standardmäßige Tänze, die halt jeder nutzen kann. Ich habe halt an die Musik runtergelegt, den Copyright und so weiter. Das ist halt ein schönes Programm, um zu testen, ob der Charakter halt auch wirklich wunderbar funktioniert. Einfach dadurch, dass es animiert und halt so stark bewegt ist und halt jeden einzelnen Fehler, der halt vorhanden sein könnte. Und tanzt es halt einfach nicht umsetzen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und wir sehen uns dann später im nächsten Tutorial.